Hallo und herzlich willkommen, liebe Gamer, nach langer Zeit mal wieder zu einem, Informationsvideo. Ich präsentiere mich mal wieder in lebendiger Form und ihr hört nicht nur meine Stimme, sondern seht nach langer Zeit auch mal wieder mein Gesicht. Ja, mich gibt's tatsächlich auch noch, nachdem ich jetzt ja schon etwas länger nichts von mir habe hören lassen. Und wie es der Titel ja schon verrät, gibt es einige Veränderungen, denn ab dem 22.07. ist es soweit, dann bin ich insgesamt 4 Jahre schon auf YouTube. Jetzt bin ich kurz am Überlegen. Es ist tatsächlich schon 4 Jahre her. Und ja, ich habe mir gedacht, zum 4. Geburtstag, da musst du dir mal was einfallen lassen. Was haben wir in 4 Jahren jetzt eigentlich schon alles erlebt? In 4 Jahren habe ich über 400 Videos bereits hochgeladen. Wir haben insgesamt über 400.000 Klicks generiert. Ich bin gegen 4 Gegner aus meinem direkten Umfeld innerhalb dieser 400 Videos angetreten. Da wären der Big Roach, da wären der Brainzy, da wäre der Jay Dendo, da wäre das Gamer Girl. Es gab zwar noch ein paar andere, zum Beispiel den Gortrak. Gortrak LP, nicht vergessen, ich habe mit ihm immer noch Kontakt im Übrigen und liebe Grüße an dich, lieber Gortrak, aber das war die Gamescom und insofern nicht jemand die Kölner Messehalle als sein Zuhause und die Wii U Konsolen, das waren ja auch nicht unsere, also kann man vielleicht nicht so wirklich zählen und Bedrock Kitty, damals bei den Online Gameplay Parts zu Black Ops 2, hat mit mir gezockt und nicht gegen mich, also wenn wir uns mal auf die Opponents konzentrieren, dann habe ich tatsächlich in über 400 Videos bin ich nur gegen 4 unterschiedliche Gegner angetreten in sämtlichen Battles. Und das macht aber nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nach dem 22.07. dann gehen wir in das 5. Jahr auf YouTube und dann werden wir mit Sicherheit auch bald die 500.000 Klicks, die 500.000 generieren. Und darauf freue ich mich schon. Allerdings habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn wir uns das so ein bisschen vereinfachen? Vielen ist ja zum Beispiel auch aufgefallen, es gibt keinen richtigen Upload-Plan. Mal kommen Videos zwei, drei Stück in der Woche, manchmal auch nur 1 in 2 Wochen. Und ich möchte das mal ganz kurz so ein bisschen erklären. Und zwar, es liegt im Prinzip daran, jetzt hier bin ich jetzt gerade bei mir zu Hause und ich muss halt unter der Woche mehrmals hin und her pendeln zwischen mir und meiner Freundin. Und hier zum Beispiel habe ich jetzt überhaupt kein Internet. Das heißt, hier habe ich jetzt quasi nur mein Smartphone und meine Smartphone-Flat und ich produziere quasi Videos, die ich dann hier vorproduziere. Und alles, was sich im Internet abspielt, sprich Upload, also Uploads auf YouTube, Streaming auf YouTube hatten wir auch schon im vergangenen Jahr gehabt, oder Online-Gaming, das alles spielt sich bei meiner Freundin ab. Und hier ist es so, dass ich den größten Teil meiner Videospielsammlung habe, also quasi eigentlich alle Konsolen. Die PlayStation 4 zum Beispiel hatte ich mir 2-mal gekauft. Einmal das Urmodell, das 1200er Modell, das hatte ich mir im November 2015 gekauft, meine ich. Dazu gibt es auch das Unboxing auf meinem Kanal. Damit ich aber diese, ist ja noch etwas größer, die Slim ist jetzt ja schon ein bisschen kleiner, aber die größere, die musste ich halt immer hin und her schleppen. Da hatte ich ehrlich gesagt, ich bin von Natur aus faul, bin ich mal ehrlich. Und da hatte ich auch wirklich keine Lust, die ständig im Rucksack immer durch ganz Hamburg zu schleppen. Und dann habe ich mir halt irgendwann nochmal die Slim dazu gekauft, damit ich eine hier habe und eine bei meiner Freundin. Aber so eine Xbox One zum Beispiel, so eine Fat Lady, die besitze ich nur einmal. Und eine Xbox 360 und eine Wii U und eine Switch. Und gut, die Switch kann ich auch mittlerweile überall mit hinnehmen. Aber es gibt dann auch tatsächlich mal so Spiele oder auch Konsolen, die ich dann auch nur hier besitze und auch nur hier spiele und nicht noch bei meiner Freundin. Und dann kann es halt auch schon mal passieren, dass ich keine Videos vorproduziere, weil ich einfach mal für mich gerne ein bisschen spielen möchte. Und das sind vielleicht auch Spiele, die euch gar nicht interessieren. Und oder ich werde mal krank und habe dann plötzlich auch aus gesundheitlichen Gründen keine Zeit, Videos zu produzieren. Und da ist es in der Vergangenheit vorgekommen, dass ihr auch mal etwas länger auf Videos warten musstet. Und damit genau das nicht nochmal passiert, habe ich mir gedacht, wie kann ich jetzt also dann auch Content liefern, spontan oder zumindest spontanär, ohne großartig Videos vorzuproduzieren. Und da gab es im letzten Jahr das Experiment des Streamings auf meinem YouTube-Kanal. Und ich habe mir jetzt gedacht, zum 4. Geburtstag lagere ich diese ganze Streaming-Geschichte ein bisschen aus. Ich habe jetzt einen Twitch-Kanal. Und auf diesem Twitch-Kanal, der ist mit der PlayStation 4 verbunden. Da wird es so aussehen, dass ich nicht Fulltime streamen werde. Ich werde auch kein professioneller Streamer werden. Ich besitze weder das Equipment dafür, noch das nötige Know-how.
Aber es ist eine Möglichkeit, auch besondere Ereignisse wie zum Beispiel Destiny. Wir spielen zum Beispiel in einer riesigen Party Destiny auf der PlayStation 4 und da bietet sich dann nach dem Sommer zum September hin natürlich der Release von Destiny 2 und da kann ich euch jetzt auch schon mal versprechen, die Gruppen, die Partys sind meistens voll und wir werden viel, viel Spaß haben und da werden wir mit Sicherheit auch einen Stream zu starten. Und für genau solche Geschichten habe ich mir jetzt einen Twitch-Account erstellt. Und da werdet ihr gelegentlich mit Sicherheit auch mal das ein oder andere bewegte Material zu bestaunen, zu bestaunen haben. Und da werdet ihr euch jetzt fragen, ja gut, aber wann wissen wir, wann du twitchst? Wann gehst du online? Und es macht wenig Sinn, jedes Mal ein extra YouTube-Video dafür zu produzieren. Kann ich verstehen, ihr würdet auch nicht jedes Mal tausendmal irgendwie ein 3-Minuten-Video von mir anklicken wollen, wo ich euch sage, hey, pass mal auf, diesen Freitag geht's wieder los. Und genau aus diesem Grund habe ich mir etwas einfallen lassen. Und zwar habe ich hier die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen. Mit der Nintendo Switch habe ich auch gleichzeitig einen Twitter-Account erstellt, damit ich jetzt auch meine Switch und auch die PS4 habe ich auch mit Twitter verbunden. Dort lade ich schon fleißig zwischendurch Screenshots hoch, kleine Videoclips von der PlayStation 4 und da tweete und retweete ich auch viele Infos, News rund aus dem Gaming-Bereich und sollten dann halt auch mal Streams oder irgendwelche Dinge rund um mich und meine Person, die euch mitbetreffen, anfallen, werde ich sie dort bekannt geben. Ihr könnt mir dort also ganz ungezwungen, freiwillig, könnt ihr mir dort folgen. Und werde dann halt auch sehen, wenn es mal soweit ist, dass ich mal die Share-Taste drücke und dann auch einmal live streame. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass ich professionell streamen werde. Es wird kein Donaten geben, es wird keine großen Overlays, keine großen Follower und sowas geben. Es geht einfach nur darum, einfach Content zu liefern und wenn ihr seht, dass ich online bin, werde ich das vorher ankündigen und dann werden wir auch mal so ein paar lustige Partys starten. Zuweilen sind die nämlich meistens voll und wirklich lustig. Und Destiny 2 ist ein Spiel, auf das freuen wir uns schon sehr, sehr lange, zumal wir Destiny 1 schon sehr, sehr ausgiebig gezockt haben. Ja, und nachdem ich jetzt bekannt gegeben habe, dass ja, Twitch und auch Twitter jetzt quasi für mich eine neue Option sind, kommen wir nochmal zurück zum vierten Geburtstag auf YouTube. Es geht natürlich ganz normal weiter. Ich werde auf YouTube bleiben. Ich werde weiterhin Contents liefern. Und wir werden den vierten Geburtstag feiern. Und zwar wird der Big Roach von Österreich hier nach Deutschland kommen. Und wir werden dort auch einige Runden gegeneinander spielen. Ich denke mal, Mario Kart 8 Deluxe werden wir zocken. Vielleicht ein paar Runden Street Fighter 2, The Final Challengers. Und vielleicht werden wir auch mal ein paar Runden Arms zusammenspielen. Oder vielleicht kriege ich ihn ja auch mal vor die PlayStation 4. Er ist ja sowas von Anti-PlayStation. Vielleicht ziehe ich ihn einfach mal vor die PlayStation. Und ja, das dürfte mit Sicherheit sehr, sehr lustig werden. Der Brainzy und der Jaydendo, die sind dann auch in den folgenden Tagen dabei. Kurze Zeit später habe ich auch wirklich Geburtstag. Also nicht nur auf YouTube, sondern auch wirklich. Und auch da wird wieder ein bisschen Gameplay-Material zu zusammenkommen. Das wird auch jedes Mal, wenn die hier sind, ist es immer wieder lustig. Und ja, da freue ich mich schon wirklich drauf. Und zum Schluss möchte ich jetzt nur ganz kurz sagen, vielen, vielen Dank. Erstmal bis hierher. 4 Jahre sind es jetzt schon fast. Und ich habe eine Menge Spaß damit gehabt bis jetzt. Ich habe auch immer noch Spaß. Am Ende macht mir einfach das Produzieren und das Erstellen dieser Videos Spaß. Auch mit 40, 50 Klicks oder mit 3000 Klicks, 100.000 Klicks, das ist. Ich will nicht sagen egal, aber es ist jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend. Die Motivation ist einfach dahinter, diese Videos zu machen und einfach bei der Produktion Spaß zu haben, die Experience, das Spielen, das mit euch zu teilen. Und ja, solange ich diese Motivation habe, geht es immer weiter. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Es wird immer welche geben, die hoffentlich Gefallen an meinen Videos haben. Und solange es die gibt und solange ich daran Spaß habe, macht euch keine Sorgen. Twitter und Twitch sind jetzt quasi weitere Optionen, die hinzukommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf diesem Wege folgt und wenn ihr auch mich nach wie vor unterstützen würdet und Spaß habt an meinen Videos. Ja, habe ich mal wieder viel geredet. Viel Sinnvolles, hoffentlich zumindest mal Informatives ist dabei rumgekommen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt noch einen schönen Tag, zockt fleißig und denkt dran, bald, zumindest hier im Hamburger Raum sind Sommerferien. Das Wetter ist momentan nicht so toll, aber
kann man ja nutzen, um ein bisschen zu zocken. Also bis dann. Ich bin G6, ich bin raus für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.